Hallo und willkommen zum Kinotipp und willkommen aus dem Haus Zur. Ja, und hier aus diesem Saal, da haben wir Ihnen ja schon den einen oder anderen großen Blockbuster präsentiert. Ist auch ganz angebracht, denn das Kino ist ja bestens dafür ausgerüstet. Es hat ja iBeams und Dolby Atmos. Aber nach wie vor ist das Haus Zur auch ein Platz für Arthouse-Kino, also künstlerisches Kino. Und genauso einen Film wollen wir Ihnen heute mal präsentieren, nämlich Mackie Messer Brechts Drei-Groschen-Film. Ja, vielleicht klingelt da ja so etwas, Deutschunterricht lange verschüttet. Drei-Groschen-Oper, die entstand 1928, Brecht hat sie geschrieben. In diesem Film, da geht es aber um was anderes, nämlich um die Entstehung des Films zur Drei-Groschen-Oper. Brecht soll das Drehbuch zum Film selbst schreiben. Allerdings will er nicht einfach nur das Stück eins zu eins kopieren und zum Film machen. Er will etwas Radikaleres, etwas Politisches. Und die Produzenten sind gar nicht glücklich damit. Sie wollen eine politische Tendenz in den Film hineinbringen. Auf dem Theater ist es das gute Recht jedes Künstlers. Aber im Film können wir uns eine derartige Spezialisierung der Weltanschauung ohne schweren geschäftlichen Schaden nicht gefallen lassen. Auf Ihr Kapital nehme ich keine Rücksicht. Ich habe einen Vertrag. Ich kenne den Vertrag. Aber hier geht es um mein Geld. Sie hätten Ihr Werk ja nicht verkaufen müssen. Ehre dem Dichter, der sein Werk nicht verfilmen lässt. Ihrer Ansicht nach handeln wir also, wenn wir uns mit Ihnen einlassen, wie jemand, der seine Wäsche in einer Drecklache zum Waschen gibt und dann beklagt, sie sei verdorben. Sie meinen, Sie haben durch den Kauf das Recht erworben, das Gekaufte zu vernichten oder zu verschandeln? Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Wir werden den Film zum Erfolg machen. Auch ohne Sie. Lars Eidinger spielt Bertolt Brecht und das macht er so richtig, richtig gut. Was überhaupt richtig gut tut, ist, dass ein deutscher Film mal auf die Art und Weise daherkommt und nicht mit den typischen Till Schweiger und Fuck you Goethe-Gags. Da können die Deutschen mal zeigen, was sie wirklich drauf haben. Aber ganz wichtig, das ist nicht das andere deutsche Kino, das immer so düster daherkommt mit erhobenen Zeigefingern. Nein, nein, dieser Film ist sehr leicht, sehr freundlich und er hat richtig schöne Musik. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und noch einen Film möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Da darf ich eigentlich gar nicht drüber reden. Da dürfen nämlich nur Frauen rein. Am Sonntag, da läuft hier im Haus Zur I Feel Pretty, nämlich im Rahmen des Kuschelsockenkinos. Was ist das? Ich erkläre es Ihnen kurz. Zutritt haben nur Mädels ab 18 Jahre. Das hat mit viel Alkohol zu tun. Denn bevor der Film losgeht, das ist um 11.30 Uhr, da gibt es erstmal einen kleinen Sekt. Dann gibt es Kuschelsocken und Taschentücher. Dann kann man rein in den Saal. Und um Punkt 12 geht dann der Film los, ganz ohne Werbung. Aber nach dem Film unbedingt da bleiben, dann kann man noch zwei Cocktails seiner Wahl haben. Das ist alles im Eintrittspreis drin. 10 Euro kostet das Ganze. Macht bestimmt viel Spaß, Mädels. Ich kann es nicht beurteilen, ich darf ja nicht da sein. Gezeigt wird der Film I Feel Pretty. Und da geht es um eine junge Frau, die, ich sag das mal so, nicht gerade die Idealmaße hat. Nach einem kleinen Unfall denkt sie, sie wäre wunderschön und sehe aus wie ein Topmodel. Tolle Idee, oder? Möchten Sie ein Geschenk kaufen? Ich sehe mich einfach nur um. Wir haben nicht alle Größen hier im Laden. Sie finden Ihre Größe wahrscheinlich eher online. Ich war auf all diesen Webseiten. Kein Mensch liest das Profil. Alle wollen nur das Foto sehen. Und ich hab das satt. Ich hab mich schon immer gefragt, wie es ist, unfassbar hübsch zu sein. Geht's dir gut? Es hat dich ziemlich am Kopf erwischt. Warte. Das bin ich. Das bin ich. Oh mein Gott, siehst du das? Ja. Ich bin wunderschön. I Feel Pretty im Kuschelsockenkino. Und liebe Mädels, habe ich ganz vergessen zu sagen, das hole ich noch nach. Angesagt ist Schlabberlook. Also schön machen, lange vorm Spiegel stehen, könnt ihr euch sparen. Einfach herkommen und die Zeit genießen. Ohne mich, ich darf ja nicht rein. Also Kuschelsockenkino und Arthouse-Kino, beides hier im Haus Zur, sollte für die Kinogänger Mönchengladbach was dabei sein. Ich sage viel Spaß im Kino.